Moin Moin, herzlich willkommen bei Bablagold. Ja, herzlich willkommen. Ich bin hier beim Tomek in Hamburg. Ich freue mich. Wie sagt man in Hamburg? Hamburg. Hamburg. Ja, und wir haben uns gedacht, wir trinken heute mal eine Flasche von Malls of Scotland. Und zwar ist das die Village-Abfüllung aus Nürnberg. Und zwar von einem Laphroaig, der 13 Jahre in einem Rumfass gereift hat. Wir haben uns schon mal einen eingeschenkt. Wir haben uns einen eingeschenkt. 56,2 Volumenprozente haben wir hier. Wie gesagt, 13 Jahre destilliert 2004 und abgefüllt 2017. Und reine Reifung in Rumfass. Rum, ist das so deine Sache? Wie ich schon sagte, Rum ist. Also, Rum an sich ist so eigentlich fast gar nicht meins. Schmeckt mir einfach nicht. Und ich hatte bisher nur Rum nach Reifung als Whisky. Okay. Und die waren auch. Haben mich nicht von. Ich bin da ein Fan von. Also, Rum, Nachreifung grundsätzlich. Kommt immer drauf an. Manche sind wirklich langweilig. Ja. Aber vielleicht werde ich jetzt einen besseren belehrt, weil Laphroaig ist schon mal geil. Laphroaig, fast stark. Ne? Ist geil. Deswegen. Gucken wir mal. Schön hell ist er noch. Ja, wir brauchen Kameras mit Geruch. 56,2. Also da ist auch ein ganz schöner Wumms dabei, rauchtechnisch. Ne? Rauch auf jeden Fall, ja. Aber auch alkoholisch. Ich würde den, weiß ich gar nicht, ob ich den Rauch jetzt als typisch Laphroaig-Rauch kennen würde. Ja, ich finde, da hat so eine leichte, finde ich schon. Aber er drückt in der Nase. Ja, gut, das ist auch, wenn man es weiß. Ja, drückt. Der drückt ordentlich. Hat so einen salzigen Rauchcharakter noch, finde ich. Das Rumfass ist auch erstmal nur so eindimensional da. Also es ist eher so ein Rohrzucker rum vielleicht. Ja, das ist doch zurückhaltend. Ja. Ich hätte jetzt noch ein bisschen mehr rumgerechnet. Also grasig, ne? Ja gut, klassisch so ein bisschen Reiler-technisch, ne? So die grasig Minze. Minze? Minze. Ja, die finde ich noch nicht. Aber grasig, ja, wird immer stärker. Trinkst du den mit Wasser oder ohne? Ich trinke mit Wasser. Ja? Ja. Haben wir Wasser? Nee, Wasser steht hier. Ja. Wir, können wir. Geil. Ich wollte schon immer mal so diese Mini-Pipetten nehmen. Ja, ja, ja. Ey. Ja. Ich habe die irgendwann mal geschenkt bekommen. Kannst du Ruhe damit? Aber kann man direkt eine? Ja. Ach komm, einen gebe ich mir auch. Durch die Platte, ja, der ist schon, der schon ist ordentlich. Stark. Ich hoffe, das bringt es. Er ist halt auch mit 56 schon ein bisschen scharf, also er ist wirklich Wumms. Aber man merkt jetzt sofort, selbst dieses kleine bisschen Wasser, er drückt nicht mehr ganz so doll, ne? Ja. Hat sich doch gleich verändert. Also zumindest meiner. Wollen wir? Wollen wir. Das wird auch hier. Guckst du für Filme? Ich finde jetzt, der Rum ist einfach extrem. Also diese Süße kommt jetzt dazu. Der ist klar kräftig. Ich finde aber, der Rauch ist nicht das Erste, was man spürt. Das ist eher, der kommt im Nachhinein. Vorher kommt erstmal diese extreme Süße. Aber scharf ist der. Scharf. Vielleicht ist meine Zunge kaputt. Meine Zunge brennt ein bisschen, ja. Oder ich habe mir Wasser rein. Er hat schon eine gewisse Schärfe, ja. Und so salzig auch, ne? Ja. Salzig. Das finde ich eigentlich untypisch an dem so ein bisschen, dass er für einen Erfolg. Aber ja, die Nase kommt so ein bisschen muffig jetzt. Ja, diese Süßlichkeit kommt ein bisschen durch. Ja, ich kann jetzt diesen Rum jetzt nicht so direkt finden, so wie ich in Erinnerung habe, weißt du? Nee, das ist kein klassischer Rum. Der hat diese Süße, finde ich, vom Rum. Und mit der Zeit. Das hat man jetzt halt jetzt gerade im Video nicht, wenn der ein bisschen länger steht. Ich habe den ja schon öfters getrunken. Sieht ein bisschen, ist schon weg. Da entfaltet sich dieses Rumaroma noch mal ein bisschen mit der Zeit. Ja, trinkst du eigentlich die Woche Whisky? Das machen wir in einem anderen Video. Die Woche nur einmal. Diese Woche nur einmal? Diese Woche nur einmal. Wir haben Montag. Ist das viel oder wenig? Nee, das ist ein Durchschnitt. Darf ich das nicht erwähnen? Nein, also in der Regel habe ich meine Tasting-Abende oder so und zwischendurch mal einen unter der Woche. Kommt drauf an. Manche Wochen gar nicht, einmal, manche Wochen aber auch drei, viermal. Je nachdem, meistens, ich drehe halt alle vier Wochen Videos und dann
dann habe ich halt den Mittwoch oder so, wenn ich meine Videos schon drehe, einmal plus vielleicht noch ein Tasting und dann noch das Wochenende, ja. Dann hat man 3-4 zusammen. Aber der bleibt lange, ne? Ja. Aber der bleibt richtig lange im Mund. Die Süße geht auch hinten raus weg. Ja. Und da bleibt dann eher so dieses salzige Aroma, finde ich. Genau, dieses salzige, der Mund ist belegt. Und es kommt hier so richtig schön wieder Rauch aus allen Ohren, ne? Mhm. Der Rauch entfaltet sich dann so richtig überall. Und bleibt auf der Zunge liegen, ja. Ich finde halt jetzt die Nase wird ein bisschen muffiger. Das kommt vielleicht muffiger, vielleicht so dieses malzige oder erdige Baucharoma. Das kommt auch 100 Tacken, ne? Oder so. Ja, 95 oder so ist der Preis. Nicht ganz günstig, aber für so eine Messeabfüllung geht man halt mal hin und sagt, ja, komm, bin ich bereit, mal auszuprobieren. Das ist keine Flasche, die man irgendwie, also ich zumindest nicht irgendwie wegstelle, sondern wird auf den Tisch gestellt, mitgebracht, so wie heute und jeder darf mal trinken. Ja. War schon eine kleine Bestie wieder. Aber tatsächlich bin ich jetzt nicht so abgeschreckt von dem Rum. Der kommt mir eigentlich ganz gut. Ich finde ihn lecker. Ja, ist lecker. Heftig, ist er. Lecker. Ist, aber wie gesagt, es ist keiner, den man eigentlich an den Anfang stellt. Ja. Sondern und ich muss sagen, für die 100 Euro ist er auch sein Geld wert. Wenn ich jetzt so ganz ehrlich mal betrachte, was Malts of Scotland teilweise für andere Abfüllung nimmt, sage ich jetzt mal so, ehrlicherweise. Ja gut, wenn man den jetzt vergleicht mit so einem, wie gesagt, diese Artbacks oder so, die halt ihre 240 kosten, da gibt es schon Dinge, die sind geil, aber oft sind die auch ein bisschen vom Fass erschlagen. Ist hier auch ein bisschen, also, na wohl, hier geht's noch. Dieser Rum ist wirklich leicht. Mhm. Aber schön. Nee, ist gut. Besser als meine Rumfinish, die ich hatte. Ich habe Tomek vielleicht überzeugt, so langsam an den Rum zu kommen. Oder an die Rum-Matured. Ja, eher so rum. Also ich hatte schon, das ist der zweite Whisky oder dritte in voller Rumreifung. Und die haben mir beide sehr gut geschmeckt. Ich hatte diesen Teeling 16 Jahre. Der war der Knaller. Der hatte aber viel mehr von diesem Rum. Cody. Schön. Danke für die Flasche. Bitteschön. Ich finde es schön, dass du da bist. Ja, freut mich. Ich finde solche Kollaborationen immer ganz toll. Macht immer wieder Spaß. Ja. War schön, dass ihr zugeschaut habt, würde ich sagen, oder? Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen, ab zum nächsten Video, ja, ich bin raus. meine Geschmacksrezeptoren brauchen jetzt mal kurz Pause. Alles klar. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Haben wir. Jo, läuft.